Wir haben einen echt einen schönen großen Garten bekommen. Der andere war jetzt zu klein, der hat nur unser Pool reingepasst, mehr nicht. Ja, aber hier passt mehr rein. Mir ist irgendwie langweilig, es macht keinen Spaß. Komm, wir gehen mal. Oh, okay. Mama, uns ist langweilig. Ihr könnt mir doch die Eier holen von den Hühnern. Au, ja! Und was mach ich? Du kannst neue Früchte holen. Ja! Hilfst du mir? Ja, klar. Okay. So. Also, wer hat denn Eier für mich? Du hast eins. Du hast eins. Du auch. Du auch. Du auch. Und du nicht. So. Ich schub's mal an. War nur ein Ei dabei? Nein, das sind mehrere. Ach, danke. Ich leg's kurz hier hin. Was soll ich jetzt machen? Keine Ahnung. Setz dich hin. Okay. Welche Früchte soll ich alle holen? Also zwei Äpfel, eine Birne, zwei Kirschen und das war's. Okay. Oh, du musst auch aufpassen, wo du die reintust. Sorry, Mama. Das gibt eine Beule. Hier. Danke. So. Darf ich gleich eine? Und was willst du? Dann nehme ich halt die Kirsche. Ja, okay. So. Ich mache mir ein Tee. Ich habe mal auf YouTube gesehen, wenn man sich Ketchup in die Haare macht, kriegt man rote Haare. Ja. Lilly, was machst du? Ich habe mir Ketchup in die Haare geschmiert. Komm, das müssen wir schnell wieder rausmachen. Geht Ketchup aus den Haaren wieder raus? Keine Ahnung, das haben sie nicht gesagt. Komm, stell dich unter die Dusche. Das müssen wir schnell wieder wegmachen. Oh, zum Glück, die Farbe ist rausgegangen. Ganz ehrlich, mit roten Haaren hast du mir besser gefallen. Okay. Wir tun das Ketchup jetzt mal ganz weit weg. Oh, schade. Ich fand rote Haare auch cool. Sei froh, dass wir sie rausbekommen haben. Ja. Mama, kann Lisa heute vorbeikommen? Von mir aus. Okay, ich schreib ihr. Hi Lisa, komm. Sie hat ja geschrieben. Dippi. Also Lisa kommt. Cool. So lange spielen wir dann noch was. Okay. So. Oh. Meine Freundin kommt. Ich muss mich barrikadieren. Ich muss mich eben verstecken. Hin. Jetzt kann mich nicht verstecken. Hier um. Ich tarn mich. Ich muss mich tarnen. Klein! Das kann ich nicht. Besuch! Ich stell mich einfach tot. Hi. Hi, Lisa. Hallo. Deine kleine Schwester ist süß. Ich bin Lilly.
mir was? Ja. Kinder, ich bin kurz weg. Okay, okay, okay. Ich gehe gut duschen. Papa ist duschen. Wir müssen an das Ketchup rankommen. Aber wie? Mauer. Ich hab's. Gut. Komm, wir gehen damit. Machen wir uns alle rote Haare. Mhm. Hallo. Hallo. Willst du auch rote Haare? Nein, tut mir leid. Okay, ich mach mit Essig. Ich hatte heute schon rote Haare. Okay. Aber was macht ihr da? Wir machen uns rote Haare. Ach komm schon, dann kann man nicht schaden. Wird das euren Eltern gefallen? Ach komm schon, dann ist so ein Spielverderber. Ich war bloß. Jetzt können wir spielen. So, fertig. Anziehen und noch föhnen. No. Ich guck mal, was die Kinder machen. Vielleicht brauchen wir irgendwas Hilfe. Hilfe. Kinder! Ihr habt ja schon wieder rote Haare. Es tut uns leid, wir machen das nicht mehr. Wir hatten bloß Bock auf rote Haare. Ach, Lilly, du hattest heute schon rote Haare. Das war sehr schlecht rauszukriegen. Ach komm, dann sind wir halt die Familie Braun-Rothaar. Oh, komm, wir waschen das wieder raus. Vor allem bei einem Gast macht man doch sowas nicht. Hm. Ich zuerst. Jetzt ich. Kinder, ausgerechnet rot. Hätte es nicht grün, blau oder pink sein können? Jawohl, grün, blau und pink. Die hätten auch schlecht rausgehen. Am besten eure Naturfarbe. Tut uns leid. Und? Wieder eure normale Farbe? Du hattest recht. Das geht in die Hose. Ja. Ah, was fällt mir denn da auf dem Kopf? Ah, Hilfe! Lecker. So, Kinder, bin wieder da. Es ist ja schon dunkel. Ich muss jetzt, glaube ich, auch heim. Okay, tschüss. Tschüss. Kommt, Kinder, ihr müsst dann auch ins Bett. Was ist los? Ich bin fertig mit den zwei Schlingeln. Warum denn? Die haben sich schon wieder Ketchup in die Haare geschmiert. Auch der Besuch. Was? Ja, du hörst richtig. Jetzt geht ins Bett. Das sollten wir, glaube ich, nie wieder machen. Ja. So, wir gehen jetzt auch ins Bett. Für mich war das heute genug Aufregung. Alle Lichter im Haus aus. Das können wir auch ins Bett gehen. Schlaf gut. Du auch.
Tschüss. Das Ketchup behalte ich mich hier lieber noch auf.